Wenn es eine Sache gibt, die den Jurastudenten vom ersten Semester bis zum Examen ständig begleitet, dann ist es die Karteikarte. Manch einer schreibt sie selbst, ein anderer kauft vorgedruckte. Da ich persönlich das Selbstschreiben der Karteikarten grundsätzlich mit der Frage verbunden habe, was wollte ich mir damit eigentlich sagen, habe ich persönlich immer auf vorgedruckte zurückgegriffen. Einer meiner Favoriten, schon seit dem zweiten Semester, waren und sind die Karteikarten von Altmann Schmidt. Die klassischen Karteikarten von AS haben kürzlich ein neues Design bekommen. In diesem kleinen Video möchte ich euch vorstellen Staatsorganisationsrecht und Verwaltungsrecht AT1. Die Karteikarten im Staatsorganisationsrecht kommen in einer ziemlich großen Gruppe, es sind nämlich sage und schreibe 86 Stück. Keine Panik, nicht alle 86 muss man kennen, vieles eignet sich super zum Einstieg und zur Wiederholung und manches eignet sich auch dafür, schnell Vergessenes einmal wieder aufzufrischen. Die Karten sind in 5 Teilen aufgeteilt, sodass ihr jeden Teilbereich des Staatsorganisationsrechts gesondert wiederholen könnt. Im ersten Teil geht es um grundsätzliche Dinge, zum Beispiel Staatsform, Merkmale und verfassungsrechtliche Grundentscheidungen. Basiswissen, was man immer wissen sollte und stets wiederholen muss. Im zweiten Teil geht es dann auch gleich weiter mit dem Basiswissen. Hier geht es um die obersten Bundesorgane, die Parteien und natürlich die Verfassungsorgane. Im dritten Teil dreht sich alles um die Wahlen zum Bundestag. Im vierten Teil geht es um die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Und der fünfte Teil hat dann die nackten Schemen zum Verfassungsprozessrecht in sich. Was ich persönlich an den Altmann-Schmidt-Karten schön finde, ist zum einen, sie sind extrem kurz gefasst, die wichtigen Dinge sind fett gedruckt und bei komplizierten Dingen gibt es noch eine Grafik dazu. Damit lässt sich Bestimmtes leichter lernen. Im Verwaltungsrecht AT1 erwarten euch ganze 59 Karten. Diese wiederum sind aufgeteilt in 3 Teile. Verwaltungsrecht 1 behandelt zunächst einmal die Grundbegriffe, dann die Handlungsformen der Verwaltung und zum dritten der Verwaltungsakt. Im ersten Teil der Grundbegriffe finden sich bestimmte Dinge, die man im Verwaltungsrecht, egal ob AT oder BT, immer wieder braucht. Und so bietet es sich an, die Begriffe zwischendurch mal wieder anzuschauen und sich wieder ins Gedächtnis zu rufen. Beide Karteikartensets sind für jeweils 10,90 Euro bei Altmann Schmidt und dem Buchdealer eures Vertrauens erhältlich. Im Namen der Rezensorin ergeht folgendes Urteil. Wer mit Karteikarten gut lernen kann und diese nicht selber schreiben möchte, egal ob aus Faulheit oder aufgrund seiner besonders schönen Schrift, dem empfehle ich, auf bereits vorgedruckte Kartensets zurückzugreifen. Hierbei möchte ich jetzt kein Geheimnis daraus machen, dass ich die Altmann-Schmidt-Karten sehr liebe, weil sie haben jeweils eine freie Rückseite. Das heißt, falls euch doch nochmal irgendetwas fehlt, könnt ihr, ohne dass ihr dafür extra eine neue Karte mit ins Set nehmen müsst, die Rückseite beschriften. Aus meiner Sicht ein Pluspunkt. Ein weiterer Pluspunkt ist für mich das komprimierte Wissen. Schön fand ich hierbei, das Wissen ist nicht nur Examenswissen. Es ist also nicht nur für Examenskandidaten gemacht, sondern diese Karteikarten können bei guter Pflege wohlgemerkt euer Begleiter sein vom ersten bis zum letzten Semester. Da Karteikarten, wenn ich sie in Boxen lagere, grundsätzlich ein, nennen wir es sonderbares, kleines Eigenleben entwickeln, habe ich mir überlegt, sie ständig beisammen zu halten. Dafür gibt es jetzt ein kleines Do-it-yourself. Und zwar stapelt ihr die Karten übereinander, locht sie an einer Ecke und bindet sie einfach zusammen. Das ist die erste Variante. Ihr könnt also jede gelernte Karte einfach umklappen. Karten, die ich bereits gelernt hatte und nur noch wiederholen musste, habe ich dann immer mit einem kleinen grünen Post-it markiert. Die zweite Variante ist, die Karten oben rechts und oben links jeweils zu lochen und mit einem kleinen Faden zu verbinden. So hatte ich im Prinzip mein kleines Mini-Ringbuch, konnte das auch auf dem Tisch aufstellen und wenn irgendjemand in der Bibliothek das Fenster aufgemacht hat, sind meine Karteikarten genau da geblieben, wo sie sein sollten. Außerdem konnte ich durch die Wahl meiner Bänder meine Karteikarten ein wenig von den anderen abheben.